Hallo und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde. Im Hintergrund seht ihr gerade eine Magwart. Wir befinden uns auf der Map Shadow of Evil hier im Zombie-Modus von Black Ops 3. Heute geht es um die Wunderwaffe. Wir brauchen drei Gegenstände, um die Wunderwaffe herzustellen. Der erste Gegenstand, wie ihr im Hintergrund seht, wird von so einem Magwart gedroppt. Den muss man erledigen und dann muss man schnell sein und die Teile, oder besser gesagt, das Teil für die Wunderwaffe einsammeln, weil das verschwindet relativ schnell. Wenn man es einmal übersehen sollte, ist gar nicht so tragisch, weil der Magwart taucht öfters auf, wie einem lieb ist eigentlich auf der Map, besser gesagt in Runden. Das ist der Gegenstand, den muss man dementsprechend aufsammeln, weil der relativ schnell verschwindet. So, und der zweite Gegenstand, der ist schon ein bisschen schwieriger. Der wird von den Fliegenteilen gedroppt oder von den Feuerbällen. Bei mir jetzt in dem Fall von so einem Fliegeteil. Das ist quasi so eine grüne Götterspeise. Das ist wirklich wichtig, das dürft ihr eigentlich nicht übersehen. Weil das taucht relativ selten auf. Wie ihr seht, ich bin jetzt Welle 14. Und das ist eigentlich der erste Moment, dass so ein Teil gedroppt wird von so einem Fliegeteil. Relativ selten, deswegen unbedingt wichtig, dass ihr das einsammelt. Ich habe jetzt da gerade eine Ehrenrunde gedreht, weil mir am Arsch ein Magwart geklebt hat. So, und jetzt geht es um den dritten und letzten Teil. Das ist hier so eine Pflanze, eine lila reife Pflanze. Nur die lilanen Pflanzen droppen den letzten Gegenstand. Nicht immer, aber es kommt öfters vor, wie gedacht, dass so ein Tentakelstück gedroppt wird. Manchmal ist auch eine Whalegun dabei oder irgendwelches legendäres Zeug. Shotgun, Man of War, Schrotflinte, wie auch immer. Ganz unterschiedlich. Aber, wie gesagt, die Götterspeise. Sammelt es unbedingt ein. Das ist wichtig. Das ist echt selten. So, und dann müsst ihr eigentlich bloß, habt ihr den größten Teil erledigt, dann müsst ihr eigentlich bloß nur an eine Werkbank gehen. Es gibt drei Werkbänke hier auf der Map Shadow of Evil. Dann musst ihr das Gedöns einfach nur noch zusammenbauen und dann haben wir sie hier, die Wunderwaffe. Das könnt ihr dann aufnehmen und dann könnt ihr da ein bisschen rumschießen. Es gibt 9 Schuss im Magazin. Früher hat man sie punchen können. Dann haben wir 24 Schuss gehabt, aber das geht jetzt leider nicht mehr. Es wurde gepatcht. Ist aber auch egal, die ist auch so relativ stark genug. Und ja, für den High-End-Bereich ist die Waffe unbedingt wichtig, weil wenn euch richtig viele Zombies am Arsch kleben, dann einfach auf den Boden schießen. Die Wunderwaffe erzeugt quasi wie so ein schwarzes Loch, wo alle Zombies eingesaugt werden. Und ja, also relativ viele Zombies eingesaugt werden und da kann man schnell sich mal ein bisschen einen Überblick verschaffen und vor allem Platz schaffen. Und ja, sehr wichtig die Wunderwaffe für den High-End-Bereich, wie schon gesagt. Und ja, so, und für meinen Teil bin ich eigentlich jetzt durch. Ich habe euch alles gezeigt. Viel Spaß mit der Wunderwaffe und bis zum nächsten Mal. Euer KingLion83. Bis dann. Ciao.